lass mal einen Stein wieder runter, weil damit kommen wir dann, glaube ich, auch wieder raus. Ach, jetzt weiß ich wieder. Ja, genau. Ach komm, leck mich doch im Arsch. Die Statue ist nicht dafür da, dass die da drauf kommt. Da kommt nämlich der Stein drauf. Ha. Sondern die kommt nämlich unten rein. Hallo, ich hab mich weggezwitscht. Was soll denn das? Ernsthaft? Ha, ein Schlag und das Viech ist hinüber. Ha! Auch nicht schlecht. Aber ich glaube, da kommt noch eins. Scheiße! So, Dreieck, Dreieck, Dreieck. Und damit ist das Viech im Arsch. Erstmal habe ich zu lange gebraucht zum Drücken. Deswegen ist das irgendwie so ein bisschen in die Hose gegangen. So. Genau, so, das ist die innere Tür. Ja, okay. Der Klotz macht dann die mittlere Tür auf. Und das andere. Hui, das andere Ding vorne beim Eingang macht dann die äußerste Tür auf. Halt, Moment, das muss man wieder reinholen. Das könnte reichen. Bin gespannt. Sollte eigentlich. Ja. Müssen wir nur noch wieder über diese blöde Brücke zurück. Das ist sowas, was mich richtig ankotzt, diese Brücke. Bin jemand, da kann ich in die Richtung springen. Das ist, das habe ich immer nicht so gerne. Nichtsdestotrotz, wir müssen die Tür noch öffnen und dann da reinkommen. Scheiße! Ja, das habe ich natürlich wieder verkackt. Und jetzt, wo dürfen wir jetzt weitermachen? Hoffentlich bitte am Anfang der Brücke. Nein! Das müsste wieder zurück. Ah! Ich hasse dieses Level. Wow, der war knapp. Vielleicht sollte ich nicht so auf Kamikaze spielen. Scheiße.
bräuchte ich noch das richtige Zeitfenster und dieses blöde Sägeblatter muss weg. Genau. So, jetzt hat. Probieren wir das Ganze nochmal. Gibt's nicht, ey. Sollte vielleicht doch. Und drin. Warte mal, ist das nicht der Architekt? Das könnte auch der Architekt sein. Ich bin mir gerade nicht so sicher. So, was haben wir denn hier? Nix. Achso. Skizzen der vielen Fallen des Tempels, der Pandora. Unter jeder Skizze steht der Name, ja, der Architekt. Das sollte das gleiche nochmal in grün sein. Ja. So, wer bist denn du? Warum Kratos auch irgendwie immer jedem den Kopf abreißen muss? Aber ich schätze mal, dass das der Architekt sein könnte. So haben die also damals die Türen aufgemacht. Sehr interessant. Wer ist der? Auf dem Zettel steht, wollte mich aufhalten und sagte, die Götter und ich seien Narren. Doch diese glaubten an mich, man musste sie stoppen, aber meine Familie ist weg. Ich kann nicht weitermachen. Die Büchse der Pandora. Und wir kommen in einen Endfight. Schätze ich mal. Ja, aber wir dürfen vorher nochmal unsere Waffen und sowas aufrüsten. Die Chaos-Klinge würde ich definitiv machen. Und was ich auch aufrüsten will, ist der Donnerblitz. Chaos-Klinge Stufe 5. Neue Bewegungen. Lanze der Furien. L1 und Kreis. Macht des Herkules. Quadrat halten, neue Fähigkeit. Segnung der Athene, unbegrenzte Magie, während Götterzorn aktiv ist. Okay, coole Sache. Ja, wie ihr seht, das ist auf Max. Okay, das geht nicht mehr auf Max. Dann würde ich aber sagen, nehmen wir das hier, das macht auch nochmal ordentlich Schaden. Wie ihr gesehen habt, das Ding braucht 10.000 Punkte auf Stufe 3. Und dann aber, glaube ich, ist es auf jeden Fall komplett ausgebaut. Okay, hier geht es nicht weiter, aber wir haben noch einen Speicherpunkt, den wir nutzen, bevor wir uns in die Höhle des Löwen wagen. Immer noch ein Kopf. Ein Kopf mit einem offenen Mund, in den wir reinlaufen. Okay, andere eine Treppe, die nach unten geht. Mal wieder so eine ewig lange. Ja, ihr könnt mich mal. Dim, 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 dim. Oh Mann, nicht ernsthaft. Alles, Zeus, und das dürfte Poseidon sein. Und das die Büchse der Pandora.
Aber vorher... Autsch. Boah, da wollte ich nicht hin. Oh, das macht einen Instant-Tod. Ja, wie geil ist denn das? Ah, warte mal, können wir das vielleicht verwenden? Du bist auf jeden Fall all meinen Mana. So. Nein! Ah! Wieso? Das ist voll unfair. Ah! Nicht an die Rollen. Nicht an die Rollen. Ich will nicht an die Rollen. Nicht an die Rollen. Na! Was hab ich gesagt? Das ist echt mal ohne Witz einfach nur bescheuert. Mit diesen scheiß fliegenden Ratten, das ist echt mal ätzend, sag ich euch. Nicht nehmen, nicht greifen, das ist irgendwie sinnvoll. Yes! Alter!
Wie perverse Gedanken muss man haben, dass man sowas programmiert? Es tut mir leid, Leute. Also, und es tut mir auch leid, Programmierer, aber das ist echt mal scheiße, was ihr da rein. Also richtig fieser Kack. Ist das. So, aber dafür haben wir diese blöde Büchse der Pandora endlich. Und die sieht echt mies aus, ohne Scheiß. Kratos, deine Suche ist zu Ende. Als erster Sterblicher hast du die Büchse der Pandora gefunden. Es ist noch Zeit, Athen zu retten. Bringe die Büchse zurück in meine Stadt und töte damit Ares. Kehre zurück nach Athen, Kratos. Kehre zurück und rette meine Stadt. Was zumindest noch von der Stadt übrig ist. Wir fahren nach unten, nicht nach oben, ne? So, dann wollen wir das Ding mal hier rausschieben, ne? Bringe die Büchse der Pandora zurück nach Athen, Kratos. Ohne sie kannst du Ares nicht töten. Vor allem wird es lustig, das von dem Kronos runterzukriegen, das Ding. Okay, treten lohnt sich nicht. Das ist irgendwie zu schwer, glaube ich. Weil die Kiste schon echt geil ausschaut. Nach 1000 Jahren war die Büchse der Pandora endlich befreit. Kratos besaß nun das Mittel, um den Kriegsgott zu töten. Weit weg in Athen wusste Ares, dass Kratos Erfolg gehabt hatte. Nun denn, Spartaner, du hast Zeus' kostbare Büchse gefunden. Aber du lebst nicht lange genug, um sie zu öffnen. Dafür sorge ich. Leb wohl, Spartaner. Du wirst auf ewig in den Tiefen des Hades verrotten. Als das Leben aus Kratos entwich, kehrten seine Gedanken zu jener Nacht zurück. Selbst im Tod wichen die Erinnerungen nicht von ihm. Denn wie sollte er vergessen, seine Familie getötet zu haben? Ein grausamer Trick, ersonnen vom Gott des Krieges. Mein Weib, mein Kind, wie? Ich ließ sie in Sparta. Du hast meine Erwartungen erfüllt, Kratos. Jetzt, wo dein Weib und Kind tot sind, kann dich nichts mehr halten. Du wirst noch stärker werden. Du wirst zum Tod selbst. Doch als die Flammen den Tempel verschlangen, erkannte Kratos seinen wahren Feind in dem Gott, der ihn einst gerettet und der ihm nun alles genommen hatte. Ares! Von dieser Nacht an wirst du für alle sichtbar ein Zeichen deiner schrecklichen Tat tragen. Die Asche deines Weibes und Kindes wird auf ewig an deiner Haut haften. Und dieser Fluch ließ alle erkennen, welch Untier er geworden war. Mit weißer Haut, gefärbt von der Asche seiner toten Familie, war der Geist Spartas geboren. Am Ende, im Tod, hatte er versagt.
Als die Schergen des Ares die Büchse nahmen, schwand das Leben aus Kratos und seine Seele fiel in die Feuer des Hades. Und Kratos fiel in die Unterwelt, in den Fluss Styx, dessen starke Strömungen selbst den stärksten Sterblichen zu seiner letzten Ruhe zu bringen vermochten. Aber Kratos war noch nicht bereit für die letzte Ruhe. Er wollte leben, zur Erde zurückkehren und seine Suche vollenden. Lass los, Narr! Reiß mich nicht in diesen verfluchten Fluss! Ich habe dort oben noch eine Aufgabe. Und die werde ich erfüllen. Du schon wieder? Au! Schon irgendwie krass, der Typ. So, was fehlt uns denn? Mana vorrangig. Deswegen, na. Nehme ich lieber die Mana-Kiste, weil hier drüben haben wir sowieso eine mit Leben. Ja, und damit möchte ich mich auf jeden Fall bei euch bedanken. Ich werde jetzt hier an dieser Stelle erstmal Schluss machen. Und ja, wenn ihr Kritik habt, Tipps oder Tricks, dann nehme ich die natürlich auch gerne an und werde das alles um oder zumindest versuchen, es umzusetzen, damit ich mich auf jeden Fall verbessern kann, um euch ein besseres Erlebnis zu bieten. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, bis dahin und tschüss.